Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das freut mich sehr, dass ich bei Ihnen heute etwas über die Beschneidung oder Zirkumzision erzählen kann. Dieser Vortrag wurde ursprünglich konzipiert für eine Vorlesung in der Kinderklinik vor einigen Jahren, wurde sehr viel aktueller 2012. Und Sie sehen, Glaubenskrieg und ein Zipfelchen Haut. Da ging es damals um ein Zipfelchen Haut, darum ging es damals Zirkumzision. Gibt es eine medizinische Begründung? Denn im Jahre 2012 gab es ein Gerichtsurteil zur Beschneidung. Bis dato glaubte ein jeder Urologe oder Chirurg, das Thema sei geklärt, da würde es nichts weiter zu erzählen geben. Aber bei diesem Urteil ging es darum, dass ein Arzt angeklagt wurde, er hätte nicht zur Zufriedenheit der Eltern eine Beschneidung durchgeführt und das warf dann Fragen auf, muss es überhaupt sein, dass man Kinder beschneidet? Und das zieht sich natürlich bis hinein in die Beschneidung von Erwachsenen. Und Sie sehen, es geht um die unklare Rechtslage zur Zirkumzision, die im Grunde genommen durch dieses Gesetz, was dann im Jahre 2012 aufgrund dieses Gerichtsentscheides dann initiiert wurde, hat sich an der Lage im Grunde genommen nichts gebessert. Wie man so schön sagt, es hat sich verschlimmbessert. Denn in diesem Gesetz wurde festgelegt, und das hätte man vielleicht lieber nicht tun sollen, dass bis zum 6. Lebensmonat kleine Babys zirkumzidiert werden können von Nichtärzten. Sie staunen jetzt, wieso das ist, aber das ist auf Intervention der jüdischen Gemeinde in Deutschland geschehen. Denn die beanspruchen für sich eine Tradition und wenn das in Deutschland natürlich zur Sprache kommt, dann hat das natürlich eine andere Bedeutung, als wenn es jetzt in Frankreich gewesen wäre oder in Polen oder sonst wo. Und sofort hat der Gesetzgeber gesagt, okay, die ersten 6 Monate, da dürfen Leute machen, die zwar ausgebildet, aber nicht Ärzte sind. Und deshalb die Verunsicherung auch, die bis heute anhält und ich werde Ihnen gleich noch erklären, warum. Aber mein Vortrag soll sich gliedern in 3 Teile. Zunächst also der medizingeschichtliche Teil, dann der rein medizinische Teil und dann kommt noch der juristische Teil. Und zwar in der Art und Weise, so wie sich die Rechtslage heute darstellt. Und zwar mit Pro und Contra. Das macht man ja immer im Fernsehen sehr schön, Pro und Contra. Und so werde ich das auch darstellen, beide Seiten. Denn Sie können sich vorstellen, dass es da unterschiedliche Auffassungen gibt. Ich möchte aber beginnen mit der Vorhautverengung, die eigentlich gar keine war, wenn man bedenkt, bei den Ägyptern wurde das Ganze schon vor ein paar tausend Jahren, das sind ungefähr 1300 vor Christi Geburt, ist dieses Relief entstanden in einer Mastaba, also einer Grabstätte eines Visiers damals, und zwar zeigt es als erste Abbildung, die wir kennen, eine Beschneidung. Das heißt also, das ist keine neue Erfindung der Neuzeit, sondern die hat es immer schon gegeben. Allerdings muss man sagen, in Ägypten wurde die Beschneidung nicht durchgeführt aus religiösen Gründen, sondern aus rein rituellen Gründen. Nämlich nur diejenigen, die bestimmt waren, Priester zu werden in Ägypten, die konnten beschnitten oder sollten oder mussten sogar beschnitten werden. Auf diesem Relief steht drauf, halte ihn gut fest und lasse ihn nicht ohnmächtig werden. Das kann man sich gut vorstellen. Der junge Mann muss hier stehen, es kniet ein anderer Priester davor und schnippt quasi die Vorhaut ab. Und das ist kein Baby, sondern das ist schon junger Heranwachsender. Und das wird natürlich nicht so ohne weiteres zu machen sein. Und dann steht noch dahinter, da ist einer, der hält ihn und sagt gleichzeitig, ich lindere den Schmerz. Also das hat damals genauso wehgetan wie heute, das muss man einfach mal so sehen. Was hat man aber gemacht? Man hat Instrumente gebraucht, wie sie hier dargestellt sind. Sehen Sie mal, mit so einem Schlachtmesser hat man das gemacht. Und das wird natürlich kein reines Vergnügen gewesen sein. Also einer stand oben, einer stand unten, einer saß in der Mitte und dann schnitt man die Vorhaut ab. Und man hat hier mal Instrumente dargestellt, wie sie im alten Ägypten verwendet wurden. Das ist ein modernes Instrument, so wie wir es heute noch verwenden. Und das sind so ägyptische Instrumente, wie sie damals verwendet wurden. Und noch etwas ist ganz wichtig. Zu dieser Zeit, also etwa 3500 Jahre alt, ist diese Binde. Sehen Sie sich mal diese Binde an und diese Binde an. Welchen Unterschied finden Sie da? Gar keinen.
Das heißt also, unsere Mullbinden, die wir heute verwenden, hatte man auch damals schon verwendet, um diesen zirkumzidierten Patienten zu behandeln, um die Blutstillung herbeizuführen. Denn heutzutage näht man das Ganze mit einem löslichen Material, einem Zuckermolekül, das zu einem Faden verarbeitet wird, und da wird dann Nahtmaterial daraus gewonnen. Aber aus Baumwolle haben die Ägypter schon vor 3500 Jahren Binden gemacht, die sie dann verwendet haben. Eine Möglichkeit der Schmerzstillung hatten die Ägypter auch schon. Und das weiß man aus dem Papyrus Ebers. Das ist ein 18 Meter langer Papyrus, den Sie heute noch in Leipzig besichtigen können. 5 Meter sind davon im Krieg verschollen oder zerstört worden, aber den Rest kann man sich heute in Leipzig noch ansehen. Und wer Hieroglyphen lesen kann oder die Schrift der Pharaonen lesen kann, der kann da alle möglichen Rezepte, Behandlungsmethoden, Diagnosen und so weiter finden. An die 900 Behandlungsmethoden sind dort aufgezeichnet. Und da steht auch drin, dass man betäuben konnte. Und zwar mit der Engelstrompete, die kennen wir ja auch, diese Pflanze hier steht gerne im Sommer auf unseren Terrassen. Stechapfel, Bilsenkraut und Schlafmohn. Den hat man auch verwendet, also Opium, wenn man so will, um eine gewisse Schmerzstillung zu erreichen. Das war wichtig, weil man, wie gesagt, eben Erwachsene zirkumzidierte. Wenn ich Ihnen dieses Bild zeige, dann sind das Instrumente, mit denen die Juden auch heutzutage noch die Beschneidung oder Zirkumzision, wenn man so will, durchführt. Zurück lässt sich das Ganze führen auf das Alte Testament. Da steht nämlich drin, nach dem Alten Testament schließt Gott mit Abraham einen Bund. Ihr sollt beschnitten werden am Fleisch eurer Vorhaut, und das soll Zeichen des Bundes sein zwischen mir und euch. Im Alter von 8 Tagen soll bei euch alles männlich, was männlich ist, beschnitten werden. Dann folgt, nachdem eine Beschneidung durchgeführt wurde, und zwar nimmt man dazu dieses kleine Stück Metall. Dort klemmt man die Vorhaut ein, und mit diesem Messer dann, oder mit diesem Messer, wird dann über diesem Metall die Vorhaut abgeschnitten. Damit hat man natürlich eine gewisse Gewähr, dass man nicht die Eichel verletzt. Oder zumindest geht man davon aus, dass man sie nicht verletzt. Das ist natürlich schon vorgekommen, aber das ist so, sind so Instrumente, die man dazu gut verwenden kann. Und dann kommt die sogenannte Mezitza. Das ist ein Ritual, das im Laufe der Geschichte zu heftigen Auseinandersetzungen geführt hat, selbst unter den Juden. Denn es ist so, der Mochel, so nennt sich der Beschneider, sollte einen Schluck Rotwein nehmen und dann saugt er den blutenden Penis des Kindes aus. Und das machen die orthodoxen Juden heute noch so. Und das war lange Zeit so ein bisschen in Vergessenheit geraten, kam nur dann wieder in die Presse, weil ein HIV-infizierter Mochel in New York das gemacht hatte. Und was daraus resultiert, können Sie sich vorstellen. Früher war das üblich, dass die dann Syphilis kriegten, Tuberkulose oder Diphtherie und solche Sachen. Und da hat man dann im Laufe der Zeit von Abstand genommen und hat dann ein Glasröhrchen benutzt, was man über den Penis schob und dann das Blut absaugte. Das sind also sehr archaische Methoden, die bei den liberalen Juden heute nicht mehr so en vogue sind. Und deshalb sagen die Juden, das steht im Alten Testament, das müssen wir machen und das machen wir bis heute so. Ich selbst, um das gleich vorneweg zu nehmen, habe selbst über 4000 Zirkumzisionen durchgeführt und muss sagen, wenn eine Sache medizinisch indiziert ist, habe ich nichts dagegen. Aber aus rein religiösen Gründen habe ich was dagegen. Denn ich kann mich nicht darauf berufen und kann sagen, das mache ich seit 1000 oder 2000 Jahren schon so. Dann können wir auch sagen, okay, dann ist bei uns die Hexenverbrennung auch noch üblich. Dann können wir das ja auch machen, hat eine Tradition bei uns. Und solche Dinge finde ich also nicht gut und da lassen sich viele Beispiele noch anfügen. Aber in Deutschland ist das ein ganz heikles Thema und man kommt da ganz schnell in eine ganz merkwürdige Ecke. Im Koran ist es nicht vorgeschrieben, dass Muslime beschnitten werden. Das findet im Koran überhaupt keine Erwähnung. Und nur in den Verhaltensmaßregeln, die dem Koran beigefügt sind oder später angefügt wurden, in der sogenannten Sunna, da wird gesagt, man solle Knaben beschneiden, und zwar so etwa zwischen dem 6. und dem 14. Lebensjahr. In aller Regel habe ich es in der Praxis erlebt, dass
Die muslimischen Familien kamen und ließen die Knaben dann vor der Einschulung oder spätestens mit dem 8. Lebensjahr beschneiden. Und das wird heutzutage in aller Regel bei fortschrittlichen, aufgeklärten Muslimen in einer Klinik gemacht unter sterilen Kautelen. Aber selbst in Kiel gibt es noch in Garden, das habe ich selbst miterlebt, auf Küchentischen solche Operationen. Und da laufen dann die Beschneider von Haus zu Haus, beschneiden diese armen Kerle. Und ich habe nicht nur einen nachoperiert müssen. Und ich habe nicht nur einen an Entzündungskomplikationen behandeln müssen. Da gibt es eine ganze Menge. Und das kostet dann immer sehr viel Geld. Und zwar mehr, als wenn Sie es in der Praxis bei einem Urologen oder Chirurgen machen lassen würden. Aber diese muslimischen Familien sind oft sehr zurückhaltend und sehr scheu und vertrauen sich dem Arzt nicht so häufig an, wie es vielleicht sinnvoll wäre. Aber wie gesagt, das eine Ausführung in diese Richtung. Auch im Christentum gab es das Beschneidungsfest. Und zwar der 1. Januar ist der Tag der Beschneidung Christi. Und zwar bis 1960 war das noch in der katholischen Kirche verankert. Dass es nicht gemacht wurde, ist ein anderes. Aber das Fest der Beschneidung wurde am 1. Januar, wer es wollte, konnte es in der katholischen Kirche feiern. Das war mir also auch bis dato nicht bekannt, bis ich also reichlich Literatur da recherchiert habe, um auf dieses Thema zu kommen. Und Sie sehen hier, ich habe Ihnen einige Bilder mitgebracht. In der Barockzeit gab es viele Darstellungen der Zirkumzision, davor recht wenig und danach dann auch wieder recht wenige. Aber Sie sehen hier einen holländischen Kupferstich mit der Darstellung der Zirkumzision. Hier sehen Sie den Knaben, etwas ohnmächtig erscheint, und hier davor einer, der ihn offenbar beschneidet. Und Sie sehen, das Ganze artet zu einer großen Festivität aus. Das wird nachher im Osmanischen Reich, ist das noch sehr viel ausgeprägter geworden. Ein anderer Stich ist von Hendrik Goltzius, der neben Albrecht Dürer einer der berühmtesten Kupferstecher in Deutschland war. Auch hier eine Beschneidungsszene dargestellt. Es gibt in der Literatur, in der Kunstliteratur eine ganze Anzahl von Beschneidungsszenen, die mehr oder weniger freundlich oder aber auch antisemitisch dargestellt sind. Das muss man auch dazu sagen. Es gibt auch Darstellungen, wo also um das Christuskind herum grimmige Priester sich gruppieren. So ein Bild habe ich aber leider noch nicht in meinem Vortrag dabei. Dazu muss man sagen, dass in der jüdischen Religionsgemeinschaft auch ein Zweifel aufgekommen ist, ob es tatsächlich immer so sein muss, dass der Bund mit Gott durch die Zirkumzision sein muss. Zum Beispiel sehen Sie hier aus dem 19. Jahrhundert, 1844, eine allgemeine Zeitung des Judentums, in der diese Zirkumzision angezweifelt wird. Das waren also die liberalen Juden. Die haben sich aber im Laufe der Geschichte nicht durchsetzen können, denn die waren daran interessiert, die haben gesagt, unter den Bedingungen, wie es damals gemacht wurde, mit dem äußeren Einschneiden der Vorhaut und dann Abbeißen und Aussaugen, das wäre also ausgesprochen unhygienisch, selbst wenn der Mocher einen Schluck Rotwein genommen hat. Wie Sie wissen, Alkohol desinfiziert, aber nicht in der Konzentration. Und da waren die Juden also auch überhaupt nicht angetan und haben auch innerhalb der jüdischen Gemeinde schwere Auseinandersetzungen gehabt. Im Osmanischen Reich gipfelte das Ganze in Großfesten. Hier sehen Sie mal so eine Beschneidungsszene im Osmanischen Reich. Dort wurden 10 bis zu, habe ich gefunden, in der Literatur, 1000 Kinder gleichzeitig beschnitten. Sie können sich vorstellen, was das für ein Spektakel war. Das zog sich also über 10 bis 15 Tage hin. Die wurden nicht alle an einem Tag beschnitten, sondern so in einem Fest. Und dort gab es also Tanzveranstaltungen, Essengelage und Theater, sodass es also richtig in große Festivitäten ausartete. Auch hier nochmal eine Darstellung der Beschneidungs- oder der Knaben, die zur Beschneidung geführt werden, aus dem Topkapi-Palast in Istanbul. Dort können Sie das ansehen. Das wäre der religiöse Teil. Und dann gibt es natürlich in Afrika diese Initiationsriten. Und das sieht natürlich dann noch ein bisschen brutaler aus. Sie sehen hier, wie ein Zirkumzidierter hier sitzt und darauf wartet, bis es zur Blutstillung kommt.
Das ist nicht immer gegeben, denn Sie wissen, der Penis ist gut durchblutet und es gibt da einige Gefäße, die wirklich stark bluten können. Und es kommen jedes Jahr, allein in Afrika rechnet man, also von denen man weiß, 400 bis 1000 junge Männer um und verbluten aufgrund dieser Initiationsriten. Und das ist natürlich eine schlimme Sache, das sollte eigentlich nicht sein, zumal das Ganze unter äußerst unhygienischen Bedingungen durchgeführt wird. Das ist ein stumpfes Messer, das man nimmt, oder eine Schere und schnipp, schnapp und ab ist die Vorhaut und fertig ist das ganze Geschehen. Und das ist natürlich heutzutage überhaupt nicht mehr akzeptabel. Aber in Afrika, und da komme ich gleich nachher nochmal darauf zurück, ist das heutzutage ein großes Thema, denn die WHO, man höre ganz genau hin, die WHO hat behauptet, da komme ich vielleicht auch noch gleich drauf, hat behauptet, dass ein Beschnittener weniger anfällig ist für die Akquirierung, also die Ansteckung mit HIV. Und Sie können sich vorstellen, was daraus resultiert. Daraus resultiert eine Lawine von noch mehr HIV-Infektionen. Aber da komme ich gleich noch drauf. Doch zunächst einmal zu dem Teil, wie macht man sowas? So sieht eine Phimose aus, wenn es also eine Indikation hat, eine Beschneidung vorzunehmen. Und die Indikation ist heutzutage zu setzen ab dem dritten Lebensjahr. Wenn bis zum dritten Lebensjahr eine Verengung noch da ist, ist das normal, also physiologisch. Ab dem dritten Lebensjahr muss man sich Gedanken machen, ob man nicht diese Vorhautverengung behandelt. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, auf die ich gleich noch komme. So sieht es aus bei einer Phimose im Allgemeinen. Sie sehen, die Vorhaut ist verengt, die Eichel kann nicht dargestellt werden. Es besteht also ein Missverhältnis zwischen der Eichel und der Öffnung der Vorhaut, die sich hier vor diese Eichel gelegt hat. So sieht das Ganze aus. Hier ist die Vorhaut narbig verengt. Man nennt das ein Lichen Sclerosus. Und das kommt dadurch zustande, dass chronische Entzündungen sich da breit machen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt in der Indikation, dass man sagt, eine Vorhaut ist zwar da, aber sie hat auch das Problem, dass sie chronisch sich entzünden kann und daraus resultieren dann wieder Entzündungen im Harntrakt an dem Penis selber oder sogar zum Peniskarzinom führen kann. Dazu muss man aber auch wieder sagen, insgesamt gibt es Peniskrebse, Peniskarzinome sehr selten. Aber wenn, dann immer oder fast immer auf der Grundlage einer Vorhautverengung. Umgekehrt kann man sagen, alle die beschnitten sind, haben nie einen Peniskrebs. Aber wie gesagt, insgesamt ist es ein sehr seltener Zustand. So sieht das Ganze aus. Wenn es doch gelingt, dann die Vorhaut über die Eichel herüberzuziehen, dann gibt es einen Schnürring und dann eine sogenannte Paraphimose. Aber hier nochmal kann es unter dieser Vorhaut kann es echt zu Verklebungen kommen, wie hier. Mit der Eichel, die kann man aber lösen, komme ich noch drauf. Und es gibt dann, wie gesagt, eine Paraphimose, die sieht dann so aus. Es bildet sich ein sogenannter spanischer Kragen, ein Ödem, also eine Wasseransammlung, weil zwar Blut in das Gewebe hineingepumpt wird, aber nicht wieder raus kann, also eine Stauung. Und das bedeutet ein sogenanntes Ödem. Und dieses Ödem muss man versuchen zu beseitigen, beziehungsweise diesen Schnürring. Man kann eine kleine Inzision da machen, kann das Ganze, so sieht das dann Ganze in Natura aus, man kann das Ganze inzidieren oder man kann es zurückdrücken. Das ist für den Betroffenen natürlich immer eine, würde ich sagen, schon Prozedur, denn es tut sehr weh, kann man sich vorstellen. Man kann lokale Anästhetika auf diese Haut bringen. Da gibt es verschiedene Salben mit einem Lokalanästhetikum, die lässt man einwirken und dann quetscht man dieses Ödem etwas aus und schiebt die Vorhaut, zieht sie nach vorne und schiebt die Eichel wieder nach körperwärts, sodass praktisch dieser Spürring überstanden ist. Und dann muss man in der Folgezeit natürlich eine Operation anschließen. Und das kann man machen, indem man in örtlicher Betäubung das Ganze durchführt. Sie sehen hier am Penisgrund wird eine Betäubung gesetzt oder aber auch in Narkose kann man das machen und dann wird eine Beschneidung durchgeführt. Was man auch früher machte und auch noch heute verbreitet ist, und ich zeige Ihnen so ein Gerät, ich habe das auch mitgebracht, das ist bei Kleinstkindern so einen Schnürring unter die Vorhaut zu schieben und dann mit einem Bindfaden das Ganze abzubinden. Das heißt also, Sie versuchen die Vorhaut zu erweitern, schieben diesen Ring darunter
und binden dann einen kleinen Bindfaden darum und dann schneiden sie den Überstand ab und es bleibt noch ein ganz kleiner Rest. Und dieser Rest, der stirbt quasi ab. Es gibt eine Nekrose und dieser Ring fällt mit diesem Rest ab und sie haben einen wunderschönen glatten Rand. Aber das ist für die Kleinkinder, für Babys natürlich auch eine Prozedur und eine viel größere, vielleicht sogar noch für die Eltern. Denn diese Kinder, die sind mit Sicherheit nicht für ohne weiteres stillzukriegen. Ich habe das in den Anfangsjahren meiner Ausbildung vor 40 Jahren auch noch machen müssen als junger Assistent. War da nie sehr glücklich mit dieser Situation, aber das wurde so verlangt und das wurde dann so gemacht. Eine andere Methode ist dann eben die mit dem Skalpell. Sie sehen, man schneidet die Vorhaut ein, näht das Ganze wieder schön zusammen, dann ist die Eiche frei. Das ist der sogenannte Sulcus coronarius, also die Einengung hier, das ist die Eichel und dann beginnt hier die Vorhaut und damit ist die ganze Sache dann wieder im Lot. Aber Sie dürfen nicht vergessen, es gehen ja viele kleine Nerven und auch kleine Gefäße, also Venen, wie auch Arterien, gehen in die Spitze der Vorhaut, denn die hat eine besondere Konstellation. Diese Vorhaut ist besonders ausgerichtet, es gibt bestimmte Drüsen dort, damit das Ganze verschieblich ist. Es sind Zellen dort, die gegen Bakterien gerichtet sind und damit auch Entzündungen verhindern sollen, aber nicht immer verhindern können. Ab dem dritten Lebensjahr kann man überlegen, ob man dann so eine Vorhautverengung bei einem Knaben entweder operativ gleich behandelt oder aber auch versucht konservativ behandelt. Konservativ bedeutet, man benutzt Östrogensalben, also das weibliche Hormon, was das Gewebe weich macht, und versucht langsam, aber sicher die Vorhaut zurückzuziehen oder Cortison oder versucht mit einer Knopfsonde diese Verwachsungen, die Sie eben da gesehen haben, auf dem Bild vorsichtig zu lösen. Dass das nicht in jedem Falle bei den Kindern auf Gegenliebe stößt, kann man sich vorstellen. Insbesondere dann, wenn man die Eltern beauftragt, vorsichtig, ganz vorsichtig die Vorhaut nach dem Baden einzucremen, dann am nächsten Morgen ein bisschen zurückziehen und immer so ein bisschen weiter. Das mögen die Kinder natürlich gar nicht gerne und das endet meistens damit, dass die Eltern entnervt kommen und sagen, komm, Herr Doktor, schneiden Sie mir das ab. Dann also meistens sind es die Eltern, die dann sagen, also jetzt muss was getan werden, meine Nerven machen da nicht mehr mit. Denn oft ist es auch so, wenn die Eltern ziehen, dann gibt es kleine Verletzungen an der Eichel bzw. an der Vorhaut. Und das bedeutet, jede kleine Verletzung bedeutet natürlich auch wieder eine Narbe. Und eine Narbe bedeutet auch wieder eine Einschränkung der Funktionsfähigkeit dann. So sieht das aus. Sie sehen auch andere Methoden gibt es hier. Also so eine sogenannte dorsale Inzision, da schneidet man das einfach ab, näht das Ganze wieder zusammen. Das sind also, früher nahm man Catgut, das ist ein organisches Material. Heute nimmt man also ein Zuckermolekül, einen auflösbaren Faden, der etwa 14 Tage, 3 Wochen maximal bleibt und dann beim Duschen abfällt. Und das ist natürlich eine sehr schöne Methode. Das sind so einige Methoden, wie man das Ganze noch abschneiden kann. So, dann sind wir aber auch schon bei den Indikationen. Ich sagte schon, wann soll eine Phimose, eine Vorhaut beschnitten werden? Erstens, nach dem dritten Lebensjahr kann man es tun. Oder bei rezidivierenden, also immer wiederkehrenden Entzündungen, das wäre auch eine Indikation. Oder wenn Kondylome an der Vorhaut sind, das betrifft jetzt nicht die Kinder, sondern die Erwachsenen, Kondylome hervorgerufen durch Viren, die auf der Vorhaut sich eingenistet haben oder an der Vorhaut eingenistet haben. Sie wissen, überall dort, wo es kleine Läsionen also Verletzungen an der Vorhaut gibt, wo es warm ist, wo es feucht ist, dort können Bakterien und Viren besonders gut gedeihen und dann gibt es Kondylome, die teilweise auch gesellschaftet sein können mit sogenannten HPV-Viren, die jetzt zum Gebärmutterhalskrebs bei der Frau führen oder zum Rachenkrebs führen. Und zwar hat man das herausgefunden, weil es in der ganzen Zeit lang modern wurde, Oralsex durchzuführen, mit dem Erfolg, dass einige Leute dadurch dann eben Krebs im Rachenraum bekamen. Es werden auch Beschneidungen durchgeführt, bei der Ejaculatio precox, das heißt also beim vorzeitigen Samenerguss. Warum? Weil man gesehen hat, dass die beschnittene Eiche, also der beschnittene Penis bei freiliegender Eiche, eine gewisse Abhärtung erreicht. Das heißt also, die Sensibilität ist herabgesetzt.
Das will man machen und das will man haben bei vorzeitigem Samenerguss, aber das benutzen Gegner der Zirkumzision auch und sagen, meine Sexualität ist dadurch eingeschränkt. Das ist natürlich ein ziemlich albernes Argument. Das mag vielleicht bei einem vorkommen, aber wenn dem so wäre, dann hätten ja alle Juden und alle 70% der Amerikaner, 100% der Araber alle sexuelle Probleme, was sie mit Sicherheit nicht haben. Und das ist also ein ziemlich wackeliges Argument. Der Vorteil der Beschneidung ist natürlich, dass man beobachtet hat, dass bei den Sexualpartnern von beschnittenen Männern weniger Harnwegsinfektionen auftreten. Das ist ein ganz gewichtiges Argument. Weniger Entzündungen der Vorhaut und der Eichel, weniger HPV-Infektionen, gar keine Peniskarzinome und, wenn man der WHO glauben darf, was ich nicht glaube, weniger HIV-Infektionen. Und das Ganze geht zurück auf eine Arbeit aus dem Jahre 2005. Da hat ein Franzose in Afrika 600 Männer zirkumzidiert und hat dann eine Gruppe mit 600 anderen Männern verglichen, die nicht zirkumzidiert waren, und hat dann nachgesehen, wer bekam später HIV. Der dickste Fehler in dieser ganzen Untersuchung war der: diejenigen, die beschnitten waren, hatten die Auflage, 6 Wochen keinen Geschlechtsverkehr zu haben. Die anderen hatten ihn. Das heißt, die einen, die beschnitten waren, hatten gar keine Chance, HIV zu bekommen, während die anderen, die unbeschnitten waren, die konnten 6 Wochen lang Geschlechtsverkehr ausführen ohne Ende und haben sich HIV akquiriert. Und das ist ein wirkliches Argument gegen diese Beschneidung in Afrika. Hauptsächlich in Sambia wird das durchgeführt, und zwar finanziert von der WHO und von der Gates-Stiftung. Und dort sind also einige hunderttausend Männer zirkumzidiert worden. Sie bekommen dann ein Taschengeld, das wird also ambulant gemacht, so zwischen Tür und Angel, mehr oder weniger hygienischen Zuständen zuzuordnen. Aber man ist dort in Sambia ganz davon überzeugt. Und es gibt ganz wesentlich wichtigere Stimmen, die dann sagen, passt mal auf, eines Tages werden es wird nämlich dort verkauft als Impfung. Wenn du operiert bist, giltst du als gegen HIV geimpft. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird, wo wir hier sprechen, wird das in Sambia so verkauft. Und das wird eines Tages einen riesen Boomerang geben, denn die werden sich natürlich genauso ihren HIV einfangen, nur 6 Wochen später als die anderen vielleicht. Das ist das Problem. Und da gibt es also, besonders im Stern gab es damals, oder in der Geo gab es eine ganze Artikel über ein Einschnitt fürs Leben. Dort wird das Ganze nochmal genau dargestellt und es wird gesagt, wie viel hunderttausend Leute sich schon haben beschneiden lassen. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Sache, dass das weitergeführt wird. Damit verbreitet man im Grunde genommen HIV. Denn es ist ein Irrglaube zu glauben, wenn man beschnitten ist, dass dadurch die Eichel so immun wird quasi oder so abgehärtet wird, wie es immer behauptet wird, dass dadurch keine HIV-Infektionen auftreten können. Das ist eine ganz schlimme Sache. John Blandy, ein bekannter Urologe, hat 1978 eine interessante Arbeit geschrieben über Peniserkrankungen. Er hatte gesagt, Seife, Wasser und die Zirkumzision sind probate Mittel gegen Peniserkrankungen und Peniskrebs. Und ich finde, dem ist eigentlich nichts zuzufügen. Das ist völlig in Ordnung. Da kann man also nichts sagen. Also es war so, dass das Ganze ein bisschen übertrieben wurde, denn 60% der amerikanischen Männer sind zirkumzidiert, obwohl sie nicht Moslems sind und nicht Juden sind. Dort hat man das gemacht, weil es eine Mode war einerseits, weil behauptet wurde, also wer beschnitten ist, der ist weit weg von allen Erkrankungen im Genitalbereich. Das ist natürlich auch übertrieben. Und das hat dazu geführt, dass das Ganze auch übertrieben wurde. Das heißt also, es kam dann natürlich auch zu Fällen, wo es zu sexuellen Funktionsstörungen kam. Und die natürlich in eine Zeit hineinkommen, wo alles psychologisiert wird, und wir müssen ja heute alle unseren eigenen Psychologen haben, sonst können wir ja gar nicht mehr existieren, das war Wasser auf die Mühlen natürlich der heutigen Zeit.
Und das ist natürlich auch heute so. Es gibt heute ein Buch, ich habe da hinten drei Bücher hingelegt, von amerikanischen Autoren, wie könnte es anders sein, dass man also erhebliche Sexualstörungen bekommt dadurch und so. Das ist also an den Haaren herbeigezogen, meiner Meinung nach. Wenn Sie diese Bücher lesen, das ist. Natürlich gibt es den einen, der depressiv wird. Natürlich gibt es den einen, der sexuelle Funktionsstörungen hat. Aber das gibt es, da es keine Vergleichsgruppen gibt oder vernünftige Vergleichsstudien, bei allen anderen auch. Das heißt, das ist jetzt nicht auf die Zirkumzision zurückzuführen. Es sei denn, irgendjemand hat diesen Menschen dazu gezwungen. Wenn ein Kind aber in jungen Jahren zirkumzidiert wird, mit 3 oder 4 Jahren, dann kann man nicht davon reden, dass es gezwungen wurde dazu, dass es daraufhin sexuelle Funktionsstörungen bekommt, es sei denn, es sind Komplikationen bei der Operation aufgetreten. Starke Blutungen mit starker Narbenbildung oder überschießender Narbenbildung vielleicht oder sonstige kosmetische Erscheinungen, die dann Probleme machen. Andererseits, und die Gegner der Zirkumzision 1996, ein John Warren im British Journal of Medicine hat geschrieben, es kann nicht ärztlichen Ethik entsprechen, ein gesundes Stück Haut von einem gesunden Kind zu entfernen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, das stimmt auch. Denn ich denke, wenn etwas gesund in unserem Körper ist, warum müssen wir das entfernen? Da kommen wir auch in das Gebiet der kosmetischen Chirurgie. Denn es kommen auch Eltern und sagen, Herr Doktor, kürzen Sie bitte die Vorhaut. Ich sage, warum denn das? Ja, das sähe besser aus und würde dann genau die Vorteile der Zirkumzision haben, weniger Harnwegsinfektionen oder sexuelle Vorteile und so weiter. Und ich muss sagen, ich habe das stets abgelehnt. Als junger Assistent habe ich das gemacht, bis ich dann spitz kriegte, dass diese Kürzungen auch dazu führen, dass eine Narbenbildung eintritt. Und Sie wissen, wenn einem Ring eine Narbenbildung eintritt, dann wird das wieder eng. Und diese Eltern sind dann nicht gut beraten, wenn sie 2 Jahre später mit ihren Knaben wieder ankommen und sagen, wissen Sie was, jetzt müssen Sie den Rest abschneiden. Das ist dann eine Belastung für das Kind. Aber gleich von vornherein eine sogenannte radikale Zirkumzision durchzuführen, ist meiner Meinung nach die bessere Lösung. Aber hier, dann ging es auch darum, festzustellen, wie viele Männer auf der Welt sind überhaupt beschnitten. Ein Drittel der Männer auf der Welt sind beschnitten. Und zwar etwa 1 Milliarde rechnet man, sodass man also nicht davon reden kann, dass es großartige Probleme damit gibt, wie es einige Psychologen immer wieder behaupten. Die schreiben dicke Bücher darüber, die haben viel Zeit offensichtlich und schreiben da viele Bücher darüber und bringen das unters Volk und das halte ich nicht für gut, wenn das Ganze auch noch religiös verbrämt wird oder politisch verbrämt wird. Bis vor ungefähr 15 Jahren wurden Beschneidungen bei Kindern zum Beispiel über die Kasse abgerechnet oder konnten abgerechnet werden. Danach war das nicht mehr möglich, sodass heutzutage sogenannte religiöse oder sonst wie geartete Wünsche dann als sogenannte Igelleistung von den Eltern bezahlt werden müssen. Ich finde das eigentlich ein bisschen schwieriges Geschäft mit diesen Igelleistungen. Ich selbst bin überhaupt kein Freund von Igelleistungen, also individuellen Gesundheitsleistungen, weil ich sage mir, wir Ärzte sollen natürlich haben, wie sind wir auch. Wenn wir niedergelassen sind, sind wir auch in gewisser Weise Geschäftspartner des Patienten. Aber mir ist das nie sympathisch gewesen, mit Menschen über einen Preis zu verhandeln, zum Beispiel. Aber es ging dann nicht anders, sodass also dann diese Familien, ich glaube, 130 oder 150 Euro bezahlen mussten für eine Beschneidung. Dann ging es auch um die Frage Zirkumzision bei Erwachsenen. Hier nach Vorhautresektion sind Koitus- und Masturbationsprobleme programmiert. Als wenn das ein Problem wäre, das muss man sich überlegen. Das wird zum Problem im Spiegel, im Fokus, in allen möglichen Dingen wird das zum Problem gemacht, aber es ist kein Problem. Und von daher denke ich immer, soll man die Kirche auch im Dorf lassen. Ja, dann gibt es wieder gegenteilige Meinung. Beschnittene Männer haben Spaß am Sex. Ja, das habe ich mehrfach erlebt, weil die dann gesagt haben, ja, da reißt mir nicht mehr das Bändchen ein, es reißt die Vorhaut nicht ein, da habe ich mehr Spaß dran. Beschneidung senkt bei Männern das Herpesrisiko, das behauptet die WHO. Das ist aber nicht der Fall. Beschneidung senkt das AIDS-Risiko, auch das habe ich schon dargestellt, ist überhaupt auch nicht der Fall. Und so kann man also viele Zeitungsausschnitte, die ich Ihnen hier mal an die Wand werfe, sich durchlesen. Denn bis 2012 ging es darum,
ist eine, da sprach man gar nicht darüber, ob das was Strafbares ist oder nicht. Erst ab 2012, als ein Gerichtsurteil gefällt wird, so ist es ja immer in unserer Gesellschaft, immer erst dann, wenn ein Gesetz gemacht wird, dann wird es zum Problem. Vorher wird sowas gemacht oder nicht gemacht. Und das ist in Ordnung. Und wenn es Komplikationen gibt, dann entscheidet ein Richter über irgendeine Dinge, irgendeine Sache. Aber 2012 musste nun ein Gesetz her zur Zirkumzision. Und ich sagte schon, das war eine Verschlimmbesserung, denn es wurde zugelassen, dass bis zum 6. Lebensmonat Kinder von Nichtärzten unter, das wurde allerdings auch gesagt, unter hygienischen Bedingungen und von ausgebildeten Leuten, die aber Nichtärzte sind, beschnitten werden dürfen. Und dann ging es natürlich, ist eine rituelle Beschneidung strafbar? Es gibt heute noch die Bestrebungen vom Kinderschutzbund, die sagen, ja, es soll strafbar sein, aber es soll ein Passus eingeführt werden, dass unter religiösen Bedingungen und so weiter das nicht ist. Ich meine, das ist so richtig von hinten durch die Brust ins Auge. Da können Juristen sich stundenlang drüber unterhalten. Uns Ärzten macht das nur Ärger und Kopfzerbrechen. Das heißt, wir brauchen eine feste Vorgabe, dass es erlaubt oder dass es nicht erlaubt. Aber wenn man anfängt mit den Eltern jetzt in der Sprechstunde eine halbe Stunde zu diskutieren, was geht, was nicht geht und eventuell und so, das ist für einen Chirurgen immer ein schwieriges Feld. Strafrechtliche Konsequenzen auch bei religiöser Begründung. Auch da gibt es ein richtiges Problem, denn ich sagte schon, religiöse Begründung, das ist immer so eine Sache. Die Juden behaupten, es sei im Alten Testament so ihnen auferlegt worden, obgleich es auch Juden gibt, die da anderer Meinung sind. Im Koran steht davon nichts drin, sondern nur in einer Ausführungsbestimmung könnte man das so interpretieren. Und außerdem muss man sagen, auch Religionen sind ja wandelbar und auch Traditionen sind wandelbar. Und da finde ich, sollte man viel mehr darauf abheben. Ich selbst bin heute der Auffassung, dass man auch tatsächlich nur beschneiden sollte, wenn es eine Indikation gibt, also einen Grund gibt und nicht aus kosmetischen oder aus traditionellen oder religiösen Gründen. Ich sagte schon, es kam aus Israel dann prompt natürlich ein Protest, dass in Deutschland das Ganze unter Strafe gestellt werden soll, wenn es keine Indikation gibt. Das ist aus der Evangelischen Zeitung vom 13.10.2013 eine Resolution, die in Israel verfasst wurde. Und diese beiden Bücher, deren Titel ich Ihnen hier zeige, die beschäftigen sich damit, der beschnittene Junge oder die Beschneidung von Jungen ein trauriges Vermächtnis. Das ist weit über das Ziel hinausgeschossen. Also ich kenne bei meinen 4.000 oder mehr als 4.000, fast 4.500 kleinen Patienten und auch größere Patienten, die ich beschnitten habe, ich hatte nur einmal eine Komplikation, aber ansonsten nicht eine Komplikation und schon gar keine Beschwerde. Nun können Sie natürlich sagen, klar, wenn die ein Problem haben, kommen die nicht zu Ihnen, die gehen dann zum Psychiater oder zum Psychologen. Aber dennoch, wenn Sie was gehabt hätten, ich hatte mit meinen Patienten immer ein sehr gutes Verhältnis, dann hätten die sich schon gemeldet. Oder dieser David Gollaher, der hat geschrieben, das verletzte Geschlecht, die Geschichte der Beschneidung. Auch das ist maßlos. Sie sehen die Bücher ja da hinten liegen. Das sind maßlos übertriebene Darstellungen. Es geht weitestgehend auf der Ebene der Psychologen, befindet sich das Ganze. Ich selbst habe da nie irgendwelche Probleme gehabt oder gesehen. Und ein William Morgan sagte mal, diese psychologischen Bilder mal darzustellen, sagte William Morgan, ein Mann ohne Vorhaut ist wie ein Blinder, der sich einen Renoir betrachtet. Ich meine, wenn ich auf diese Ebene gehe, dann kann ich konfabulieren wendeweise. Das ist natürlich totaler Quatsch, auf Deutsch gesagt. Aber man muss sagen, die Amerikaner, selbst die Amerikaner haben jetzt von der American Pediatrics Organization, die haben 1971 schon gesagt, zurzeit gibt es keinen Grund zur routinemäßigen Beschneidung. Und dem kann man eigentlich nur beipflichten. So wie die Amis das gemacht haben, also alle männlichen Kinder sollen beschnitten werden, das ist mit Sicherheit nicht das Richtige. Denn es gibt auch Komplikationen, das muss man auch sagen. Allerdings sehr, sehr selten. Zum Beispiel Narben können sich bilden. Die können sogar zu einer Penisverkrümmung führen. Ich selbst habe das nie gesehen, aber es gibt Bilder in der Literatur.
Es können Blutergüsse entstehen, die auch zur Entstellung, zur Verbiegung des Penis führen können. Infektionen können eintreten. Das können sogar septische Infektionen werden, das heißt bedrohliche Infektionen. Und es können auch die Harnröhre kann verletzt sein. Ich selbst habe das einmal erlebt. Das macht man natürlich nicht absichtlich, sondern das ist ein Unfall, wenn man so will. Und es können, und das ist in der, darauf hebt die Literatur immer wieder ab, auf diese sogenannten Sensibilitätsstörungen. Unzweifelhaft ist, dass es eine gewisse Sensibilitätsbeeinträchtigung gibt, die man bewusst in Kauf nimmt, wenn ein junger Mann kommt und sagt, ich habe einen vorzeitigen Samenerguss. Dann will man ja die Eichel unempfindlicher machen. Und das kann man machen, indem man die Vorhaut abschneidet und dann wird die relativ unempfindlich. Ja, und dann komme ich auch schon im Grunde genommen auf das Ende. Wie gesagt, 2013 gab es dann eine gesetzliche Bestimmung, dass im Grunde genommen Genitalverstümmelungen verboten sind und eine Straftat darstellen. Das bezieht sich aber hauptsächlich eben auf die weiblichen Genitalbeschneidungen und Verstümmelungen, aber nicht so sehr auf die unter hygienischen Kriterien von Ärzten durchgeführte Operation. Aber ich finde es einen Skandal, dass man sich darauf einigen konnte in der Bundesrepublik, dass man in den ersten 6 Monaten von irgendwelchen Leuten, und das sage ich bewusst, irgendwelchen Leuten, die aus der Türkei oder aus dem arabischen Raum, wie auch immer, hierher kommen und dann auf dem Küchentisch irgendwo eine Zirkumzision durchführen. Dagegen muss man sich wenden. Das ist strafbar. Das ist, es wird ja auch immer nur dann strafbar, wenn eine Komplikation eintritt. Es weiß sonst niemand. Wenn der kleine Kerl auf dem Küchentisch liegt und schreit und keiner meldet das, dann ist das eben durchgegangen. Nicht? Es wird immer nur zum Problem, wenn Probleme auftreten. Und ich finde aber, das ist trotzdem ein Skandal, dass das gestattet ist. Ja, dann bin ich bereit, noch Fragen zu beantworten. Ich habe noch verschiedene Stellen hier in der Literatur. Ich wollte Ihnen auch noch zeigen, so ein kleines Heftchen, Phimose beim Jungen, Informationen für Eltern, hat der Berufsverband der Urologen herausgegeben. Da wird sehr schön dargestellt, Indikationen, welche Beschneidungstechniken und was man so alles machen kann. Kann man sich im Internet über das Berufsportal der Urologen herunterladen und ausdrucken und dann hat man als junge Mutter oder junger Vater eine genaue Anleitung, wie man vorgeht als Arzt und was sie in einem Operationsgespräch oder Voroperationsgespräch vorbringen können, als Pro oder Contra. Vielen herzlichen Dank.